Hallo Leute! Was vergessen haben. Heute präsentiere ich euch Interceptor. Ja, worum geht es in Interceptor? Nach dem Tod des jungen Jamie durch eventuell eine Gang taucht auf einmal der junge Jake in der Stadt auf. Dieser freundet sich mit dem Bruder von Jamie an, doch auf einmal taucht auch ein seltsamer Wagen auf, der die Gang, die den Tod des jungen Jamie zufolge, ne, zu Rennen herausfordert. Und diese sterben dabei auch. Was hat es mit diesem Auto auf sich? Und wer ist dieser Jake? Das erfahrt ihr in Interceptor. Ja, der Film ist von 1986. In Deutschland kam er 1987 raus, aus den USA. Genre ist Action und Science Fiction. Länge sind 89 Minuten. FSK ist 16, IMDb-Rating ist 5,9 und man kann ihn nur kaufen oder leihen, zum Beispiel auf Prime. Ja, der Direktor war Mike Marvin. Der hat zum Beispiel den Film Sunstorm oder Hot Dog, der Typ mit den heißen Ski, gemacht. Not on this side, not on that side, but right in the middle. Wir haben als Schauspieler Charlie Sheen, den kennt man zum Beispiel aus Wall Street, Two and a Half Men oder auch Hot Shots. Na, Bruder? Alles senkrecht? Siehst irgendwie ein bisschen fertig aus. Wir haben Nick Cassavetes, der kennt man aus Lebenslänglich, den habe ich ja schon besprochen, und Im Körper des Feindes mit Nicolas Cage. Wir haben Sherilyn Fenn, die kennt man zum Beispiel aus der Serie Twin Peaks oder der Serie SWAT, da hatte ich ja im letzten Video auch jemanden, der in SWAT mitspielt. Wir haben Christopher Bradley, den kennt man aus Stählerne Adler, den habe ich auch schon im letzten erwähnt mal kurz, oder Willy's Wonderland. Wir haben Matthew Barry, den kennt man aus Rush Hour 1 und 2. Wir haben Randy Quaid, den kennt man auf die schrillen Vier auf Achse, den habe ich ja auch bereits schon besprochen. Und Schöne Bescherung, den ich ja auch bereits schon besprochen habe. Wir haben Clint Howard, den kennt man aus Waterboy, der Typ mit dem Wasserschaden. Und Little Nicky Satan Junior. Wir haben Jamie Bozian, den kennt man zum Beispiel aus American Bigfoot und Con Air. Und dann haben wir noch David Sherrill, den kennt man aus Die Indianer von Cleveland und Bestie Krieg. Ja, doch durchaus ein Cast, der in vielen größeren Filmen mitgespielt hat. Die Schauspieler an sich kennt man jetzt nicht so viel, außer halt Charlie Sheen vor allem. Zu den Filmen, es gibt halt viele Filme, beziehungsweise mehrere Filme, die man mit diesem Film verwechseln kann. Es gibt zum Beispiel den Film Interceptor, der auf Deutsch F-117 A Stealth War heißt. Der ist 1992. Wir haben von 2009 einen russischen Film, der bei IMDb bei Interceptor auftaucht, wenn man das eingibt, der im Deutschen Die dunkle Macht heißt. Wir haben eine TV-Miniserie, die von der BBC produziert wurde, unter The Interceptor läuft. Und es gab 2022 noch einen Film, der von Netflix produziert wurde, namens Interceptor. Also, wenn ihr den Film auf IMDb nachschauen wollt, müsst ihr schon den Originaltitel The Wave eingeben. Ja, fand ich durchaus ganz lustig, dass es halt so viele verschiedene Filme mit diesem Namen gehen, die eigentlich nichts mit diesem Film zu tun haben. Der Film wurde auch in gerade mal 27 Tagen gedreht und Charlie Sheen taucht eigentlich gar nicht so viel drin vor auf. Er hat ihn nämlich auf dem Weg in die Philippinen gedreht, an einer Tanke.
als er zu dem Dreh von Platoon wollte, Oliver Stone hat ihn darauf angerufen und gesagt, ey, das ist aber gar nicht so cool, was sollten die Leute jetzt von Platoon denken, wenn du in so einem, ja, eher B-Movie mitspielst. Ist doch nur eine lustige Geschichte. Der Film hat auch eine ähnliche Story wie der Film California Kid von 1974, der ist mit Martin Sheen. Das ist Charlies Vater, was interessant war. Und er sollte eigentlich Turbo Interceptor heißen. Ja, der Film ist durchaus interessant. Leider ist er jetzt nicht so hochwertig, wie man sich erhoffen würde. Er ist halt ja, eher so ein B-Movie. Und wenn man ihn aus der Geschichte dieser Gang erzählen würde, wäre es sogar schon fast ein Slasher, da dieser Interceptor halt auftaucht und die so nach und nach umbringt. Und vor allem auch dieser Anführer der Gang, der ist ganz schön unangenehm, weil er die Freundin von diesem Jamie jetzt zu seiner Freundin gemacht hat. Sie will das eigentlich nicht, aber der Typ ist halt ganz schön gefährlich und sie kann nicht wirklich was gegen ihn tun. Und sie scheint sich auch in diesem Jake, der auf einmal aufgetaucht, schon so ein bisschen zu vergucken. Also was es damit auf sich hat, ist durchaus interessant. Ich habe den damals im Fernsehen geguckt und habe erst die Story ein bisschen anders im Kopf gehabt. Am Ende ist es dasselbe, wie ich es im Kopf hatte, aber ich hatte es ein bisschen anders in Erinnerung. Aber es ist auch schon ewig her, dass ich den im Fernsehen gesehen habe. Interessant, weil ich habe mir halt die DVD bestellt damals. Also ja, vor ein paar Monaten. Und ein paar Wochen war das, war ich dann im Saturn und sehe dann den Film auf Blu-ray. Hatte mir erst überlegt, ob ich dann auf Blu-ray auch noch mitnehme, aber man sieht es, die Regale werden immer voller und irgendwann geht einem der Platz auch aus. Und warum sollte ich dann Filme doppelt kaufen? Das versuche ich möglichst zu vermeiden. Außer wenn es halt so, wie bei Jackie Chan halt ist, wo die Namen sich überschneiden, wo das durchaus passieren kann. Oder ich habe auch ein paar, wo ich den einen Film extra habe und den anderen Film halt in einem Doppelpack, weil ich den anderen Film haben wollte. So passiert das. Aber darum soll es jetzt nicht gehen. Interessant an der DVD ist, die Druckqualität, wie man sieht, ist katastrophal irgendwie. Es sieht halt aus wie ein Bootleg. Das sieht man vor allem hinten drauf, wie unscharf das Bild ist und auch der Text. Ja, das sieht man jetzt in dem Video jetzt nicht so gut. Weil der Text ist halt auch richtig unscharf. Es ist ungefähr so wie bei Little Giants, habe ich das ja auch schon erwähnt, dass die Druckqualität ziemlich abgrundtief ist, aber naja, auch das Auto von in dem Film, der Interceptor Turbo, das ist ein durchaus cooles Auto, fand ich. Das Kostüm des Interceptors hier sieht man es jetzt nicht ganz so gut, weil ja, allein schon die Druckqualität, aber es ist halt mehr so ein Motorradanzug mit einem Helm, ja, ist ein bisschen unterwältigend, würde ich sagen. Er hat auch eine Waffe, die einmal kurz vorkommt, das ist halt eine Spaß 12. Ein bisschen aufgehübscht mit ein paar Blinkelichtern, was so ein bisschen ja den Film auch so ein bisschen runterzieht. Also hätte man sich vielleicht ein bisschen mehr Zeit mit dem Film gelassen, wäre durchaus besser gewesen. Aber wenn ihr mal was von jungen Charlie Sheen sehen wollt, was nicht so bekannt ist wie zum Beispiel Platoon, würde ich euch den Film durchaus empfehlen. Also ich finde ihn durchaus unterhaltsam für einen netten Abend. Ja, und das war jetzt meine Review zu Interceptor. Damit wünsche ich euch noch einen schönen Tag und tschüss. Verbrecherische Mächte nahmen sein Leben. Eine außerirdische Macht gab es ihm zurück. Er ist ein Phantom, ein kosmischer Geist. Interceptor. Du bist wohl neu in der Stadt. Ja. Wer ist der Kerl? Er war plötzlich da. Ich weiß nicht, wer er ist und woher er kommt. Hast du schon mal so einen gesehen? Nein, scheint ein neuer Italiener zu sein. Oh, da draußen ist ein Verrückter, der seinen Wagen als Mordwaffe benutzt. Nicht, dass ich um euch Sorgen hätte. Ihr habt genug auf dem Kerbholz, dass ihr einen Denkzettel verdient. Festhalten! So, knallen ab! Er ist ein Gespenst, Mann. Ein Geist. Ein Phantom, ob du es glaubst oder nichts, Gang. Was soll der Quatsch, Packard? Lass mich los! Jetzt steig ein. Packard, bist du verrückt? Verpiss dich, Burger, oder willst du draufgehen wie dein Bruder? Ah! Ah! Hey, Skank, wer ist der Kerl? Keine Ahnung, aber er hat einen
paar verdammt ausgeflippte Tricks drauf. Ich hab seine Augen gesehen, Lumen! Wer bist du? Wer bist du? Interceptor, wenn du ein gutes Gewissen hast, brauchst du ihn nicht zu fürchten. Setze auf!